Hallo, liebe Freunde, also durch den russischen völkerrechtswidrigen Einmarsch in die Ukraine ergibt sich jetzt die Situation, dass die ohnehin hohen Gas- und Energiepreise weiterhin hoch bleiben werden, wenn nicht sogar steigen. Nord Stream 2 ist jetzt auf Eis gelegt, also diejenigen, die das Projekt schon immer torpedieren wollten, haben jetzt Oberwasser. Aber wir werden sehen, die USA wird weiterhin Öllieferungen aus Russland beziehen und nur wir in Europa, wir Deutsche, sind wieder mal die Dummen, dass wir immer alles hundertprozentig umsetzen. Sanktionen helfen nicht. Die Russen lassen sich dadurch nicht beeindrucken oder beeinflussen. Und der Westen hat es eben nicht verstanden, sich in die russische Gemütslage hineinzuversetzen. Und genau deshalb ist die Situation jetzt so, wie sie ist. Wir werden also nach dem unsinnigen Kohleausstieg, nach dem unsinnigen Ausstieg aus der Kernenergie jetzt wohl auch auf russisches Gas verzichten. Aber die Bundesregierung sagt nicht, wie weiter. Also wir haben keine Terminals zum Anlanden von Flüssiggas, was im Übrigen auch viel teurer ist. Leidtragend werden also die Gaskunden sein. Und wir werden hier Wohlstandsverluste aufgrund der Politik der Bundesregierung haben. Denn wir haben ja jetzt schon die hohen Energiepreise. Ne? Nehmen wir einfach mal die Strompreise. Mehr als 40%, ich glaube mittlerweile über 50, sind schon vom Staat induziert mit der erneuerbaren Energieumlage. Auch wenn sie jetzt in den Bereich der Steuerzahler hineingesteckt werden, die Kosten bleiben natürlich für die Stromerzeugung. Und wir haben eben viele, viele andere Preistreiber mehr. Umsatzsteuer und die Energiesteuer. Nicht viel anders sieht es aus bei den Benzin- und Dieselpreisen. Also 9 Cent bezahlen wir an der Tankstelle für den Liter einfach nur für eine CO2-Bepreisung. Und das kann nicht sein. Das ist viel zu teuer. Also weg damit. Andere Staaten machen es ja, dass die Mehrwertsteuer gesenkt wird und auch die Energiesteuer auf Benzin und Diesel eben abgeschafft wird. Und das fordern wir eben auch. Und ja, was passiert jetzt? Wir sehen, dass also selbst Gas jetzt nicht mehr für die Stromerzeugung dienen kann. Und damit haben wir eine ganz klare Versorgungslücke von Strom und von Gas. Und das wird unweigerlich zu einem Blackout führen. Experten sagen, dass es nicht mehr eine Frage ist, ob ein Blackout kommt, sondern wann. Und der rückt jetzt eben näher. Und wir wissen alle, was für Probleme dadurch passieren. Also die Leute kaufen sich Stromaggregate und werden dann hier mehr Kosten haben auch. Und ja, Blackout führt in den ersten Tagen schon zu Toten. Und das wollen wir eigentlich verhindern. Und insofern ist es fatal, wenn wir jetzt also neben dem Ausstieg aus Kohle und Kernenergie auch noch uns die Gasversorgung kappen. Und insofern sollten wir realistische Politik tun, Sanktionen gegen Russland sein lassen, die wirtschaftlicher Art sind, weil wir uns dadurch nur selber ins eigene Fleisch schneiden. Wie gesagt, lachende Dritte werden auch hier wieder die USA sein. Wir werden es sehen, wir werden es erleben leider. Aber liebe Freunde, wir halten an Nord Stream 2 fest und wir wollen die Energieversorgung gesichert sehen. Und wir werden in diesem Sinne auf die Bundesregierung Druck ausüben.